Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Inform Video. An erster Stelle muss ich mich natürlich bei Bekidoszone bedanken, dass er derzeit Promotion für mich macht und damit noch mehr Zuschauern ermöglicht, mich zu finden, mich zu hören und mich zu sehen. Ein riesengroßes Dankeschön, das hat auf jeden Fall schon einiges gebracht und ja, was soll ich noch sonst noch dazu sagen, ne? Es ist echt geil. Vielen, vielen Dank. Von daher nochmal ein persönliches Hallo an alle Leute, an alle neuen Leute und natürlich alle alten Leute, die jetzt schon lange, lange an meiner Seite sind. Ich hätte nicht halb so viel Spaß, wenn überhaupt halb so viel Spaß, wenn ihr nicht da wärt, eure Kommentare da lassen würdet, meine Videos mögen würdet und einfach daran teilnehmt, wie ich hier spiele. Das ist eigentlich alles, was die Motivation ausmacht. Ohne euch würde es nicht mal halb, würde es gar keinen Spaß machen, ganz ehrlich. Was wäre es denn, wenn ich die ganze Zeit meine Videos aufnehmen würde und ja, die hängen da so, ein paar Leute gucken sie an und keiner sagt was, keiner interessiert's. Das wäre ja furchtbar. Aber so macht es einfach nur einen Heidenspaß. Vielen, vielen Dank auch an euch, Leute. Doch kommen wir nun zu einem Anliegen, das ich habe. Es dreht sich um Folgendes, und zwar, ich bin, wie ich schon in meinem Bulletin letztens angemerkt habe, momentan mit meinem Kanaldesign extrem unzufrieden. Es war eine hübsche Idee, das ist es nicht. Also ich fand die Idee gar nicht so übel. Das Problem ist, es sieht scheiße aus. Okay, nicht scheiße, aber einfach nicht professionell. Nicht, ja, wie ein wirklich modernes, professionelles YouTube-Design. Und da kommt ihr jetzt ins Spiel. Ich suche nämlich unter meinen Zuschauern oder auch generell unter euren Bekannten, mir egal, nach einem Kanaldesigner, der bereit wäre, ein Video, ja genau, ein Kanal-Background für mich zu gestalten. Und zwar können das natürlich alle machen, wie sie wollen. Ihr könnt alle mir eure Vorschläge schicken. Ich freue mich über jeden einzelnen Vorschlag, den ihr mir zusendet. Und im Endeffekt kann natürlich nur eins ausgewählt werden. Ich würde dann wohl im Nachhinein die meiner Meinung nach schicksten drei aussuchen, würde die in einem extra Video vorstellen und da was dazu sagen. Und wenn es überhaupt drei werden, ist natürlich die Voraussetzung. Und derjenige, der dann gewonnen hat, darf dann nicht nur seinen Namen im Design verstecken, er darf dann auch in meiner Empfehlungsbox eine Weile drin bleiben. Ich denke, das dürfte ihm auch ein bisschen weiterhelfen. Doch nun kommen wir zum Design an sich. Was möchte ich denn da überhaupt? Und da will ich ganz ehrlich sein, so richtige Vorstellung habe ich gar nicht. Also, was für Farben mag ich? So eine Mischung, ja, ein helles Blau, aber nicht allzu hell. Schon fast wieder leicht dunkel. Wenn ihr versteht, wie ich das ungefähr meine. Ich habe jetzt keine Codes für euch da, irgendwelche HTML-Codes oder so. Habe ich leider nicht parat. Das Braun, das ich momentan im Hintergrund habe, ist auch nicht übel. Aber generell, was soll dieses Design am besten beinhalten? Also erstmal natürlich eigene Rahmen. Und ein Bezug manchen der Spiele, die ich so let's playe, wäre natürlich gar nicht verkehrt. Aber ich möchte jetzt nicht diese, ich nenne es mal 0815 Designs, wo einfach nur, was weiß ich, wie bei den meisten Leuten aus Assassin's Creed, Ezio da rumsteht und einfach nur ausgeschnitten da rumsteht und eine dieselbe Pose hat, wie man sich auf 1000 Covern und so schon gesehen hat. Nee, da wär's mir schon lieber irgendwas Besonderes und eigentlich könnt ihr eurer Fantasie wirklich freien Lauf lassen. Was ich auf jeden Fall möchte, ist das aktuelle Farbschema von meiner Schrift und so weiter. Möchte ich am liebsten beibehalten, weil ich finde diese blauen Links für die Videos finde ich eigentlich ziemlich schick. Und das Weiß als generellen Hintergrund der Kasten und alles finde ich auch nicht verkehrt. Von daher wäre mir das lieb, wenn das im Design so im Endeffekt bleiben kann. Was eine Art Logo oder einen Schriftzug für Red Naxala LP angeht, da könnt ihr euch auch was einfallen lassen. Ob da ein Logo drin oder ein Schriftzug sein muss, kann ich gar nicht sagen. Das kommt ja darauf an, wie es im Endeffekt aussieht. Manche Designs wären ohne Schriftzug besser dran, manche basieren mehr oder weniger auf diesem Logo. Das kommt ja ganz darauf an, was man für eine Grundidee hat. Und von daher würde es mich einfach an dieser Stelle abschließend sehr, sehr freuen, wenn sich da jemand die Zeit für nimmt und mir ein schickes Design macht,
Denn das Design ist, was mir aufgefallen ist, zumindest bei den deutschen Zuschauern, extrem wichtig. Das interessiert viele, wie denn wie so ein Kanal aussieht. Ist ja auch der Ersteindruck, den man von so einem Kanal kriegt. Klar, es gibt riesige Kanäle, bei denen ist das mittlerweile ziemlich egal, was die da für ein Design haben. Die könnten auch einen weißen Hintergrund haben. Aber mir ist das noch nicht egal. Und von daher an die Arbeit, Leute. Ich würde mich tierisch freuen und hoffe, ein paar Leute machen mit. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende und würde sagen, bis dann!